Herzlich willkommen zu BMW Today. Unser Special heute, der neue BMW i4 Concept. Bei mir heute der Chefdesigner von BMW, Domagoj Ťukec. Hallo. Domagoj. Hallo. Das ist ein echtes Masterpiece. Klasse Design. Wie schafft man das eigentlich immer, das Design so extravagant und so dynamisch zu machen? Natürlich sind die Proportionen sehr wichtig. Ja, und jeder BMW hat schon mal von Natur aus, sagen wir mal, unsere Ingenieure haben uns super Architekturen geliefert und das ermöglicht natürlich jedem BMW einen sehr, sehr sportlichen Ausdruck. Ja, und BMW ist vor allem dominiert durch die stärkste Ikone, die BMW hat, die Doppelnieten. Und das wollten wir natürlich bei diesem Fahrzeug besonders hervorheben, weil wir glauben, der Vierer hat als i4 so und so eine ganz, ganz besondere Aufgabe bei uns im Portfolio. Und wir wollten hier sehr selbstbewusst auch mit unserer Ikone umgehen. Dazu gehören auch die Scheinwerfer. Vierer, sehr sportlich fokussiert. Das heißt hier wie so ein Adlerauge angeschnitten. Wie kommt ihr auf diese Farbe? Der iNext stand schon auf der letzten Messe. Und das Vierer Coupé in dem Forbidden Red sieht ja ganz anders aus. Das ist jetzt die Farbe Kupfer. Das Fahrzeug hat genau den gleichen sportlichen Ausdruck wie das Vierer Coupé. Also genauso aggressiv. Wir wollten ihm aber so ein bisschen diese Eleganz, auch dieses Sophisticated mitgeben. Und deshalb auch diese Farbe, die so einen sehr leichten, fast so einen Blush-Ton hat, ja, so einen Nude-Ton, den man eigentlich mit BMW erstmal gar nicht in Verbindung bringt. Aber gerade das ist so spannend an BMW. Wir versuchen immer diese Bipolarität zwischen zwei entgegengesetzten Elementen zusammenzubringen. Sportlich, elegant, aber auch hier dann sehr sportlich, aber Nachhaltigkeit. Das sind keine Widersprüche für uns. Und deshalb haben wir das mit dieser Farbton hier nochmal zum Ausdruck gebracht. Ich sag bei dem Auto, wenn ich die BMW-Embleme alle wegreißen würde, würde ich sofort sehen, so als Laie, das ist immer noch ein BMW. Und wenn wir die Seite anschauen, was sind so die Design-Cues, wo du sagst, da haben wir richtig dran gearbeitet, damit er so wirkt, wie er wirkt? Was wir hier gemacht haben, ist eigentlich, wir haben die Sicke eigentlich nicht mehr da, wo sie normalerweise wäre, sondern wir haben sie aufgeteilt. Wir haben diesen Hauptcharakterkante nach unten gebracht. Das bringt sehr viel Licht auf diese Schulter, mhm, wo die schön integrierten Türgriffe jetzt sind. Und das erlaubt uns dann, die Räder zu betonen. Und die Räder, gerade durch diese Backen, genau, das sind ja wirklich so Backen, die wie bei einem Rallye-Car draufgesetzt sind. Bei so einem Fahrzeug wollen wir das natürlich nur leicht zitieren. Das ist wesentlich eleganter. Aber weil diese Fläche hier komplett weg ist, sind diese Volumen über dem Rad, wo die Radkästen sind, schön integriert, sehr fließend und aber ein schönes Spiel zwischen so sehr sportlich und trotzdem eleganter Form. Wenn so ein Design entsteht von so einem neuen BMW, macht das dann einer? Ist das wie ein Wettbewerb und alle anderen weg und der macht das ganze Auto? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie geht das bei euch ab? Ja, wir sind ja so 120 Designer, nur für die Marke BMW. Aber davon sind ja ein Drittel machen Farbenmaterial, ein Drittel Interieur und ein Drittel Exterieur. Aber an einem Projekt arbeiten dann vielleicht 10 Designer. Ich gebe natürlich eine gewisse Strategie vor, so Leitplanken, wo BMW quasi sich in den nächsten Jahren entwickeln sollte. Aber dazwischen ist die Freiheit. Und die Designer kommen mit ihren eigenen Vorstellungen, Interpretationen dessen, wie man BMW wieder neu erfinden kann. Alle Leute arbeiten wieder, nehmen das auf und arbeiten weiter. Und so ist es quasi wie so eine Anflugschneise, wo am Schluss dann quasi das Beste rauskommt. Das Heck hat hier auch mal einen mega eigenen Charakter. Das ist ja echt ein Hit. Ich kann da mit den Fingern an diesem Licht reingreifen. Das ist alles 3D. Hat sowas Chance, dass das mal live kommt? Das, was du jetzt gerade hervorgehoben hast, gerade die Leuchten, ist es hier dieses L. Und das soll erstmal wie ein Flügelprofil aussehen, weil gerade so ein cleanes Auto braucht ein paar Details, die dann das wirklich, also sozusagen der Teufel steckt im Detail und der macht dann natürlich auch diesen Charakter aus. Und hier genauso wie vorne ist es das Schlusslicht, Blinke und Bremslicht aus der gleichen Funktion. Das erkennt man bei Tag und Nacht und wenn man blinkt, dass es immer ein BMW ist. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil ich sehe hier den Diffusor und bin selber ein bisschen so Motorsport begeistert. Das ist aber ein Elektroauto. Wir haben uns überlegt, wir wollen zwei Elemente machen, die wir auch zu Ikonen entwickeln werden. Das werden wir bei unseren ganzen elektrifizierten Autos sehen, dass wir sozusagen hier, wo die Endorte normalerweise sind, wirklich Platz haben für einen Diffusor. Und das
hilft natürlich dem Fahrzeug, unglaubliche Aerodynamikwerte zu erreichen. Unsere Fans wollen sicher wissen, kommt so ein Display in die Serie? Kann sowas kommen oder bleibt das alles exklusiv für das Concept Car? Dieses Display ist ein Seriendisplay, was wir von unserem Lieferanten schon zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es ist genau das, was wir dann in unserem Serienfahrzeug sehen werden. Das ist ein Hammer. Ich muss sagen, so sieht Fahrerorientierung aus bei Captain Future. Und wenn du sagst, das kommt sogar, dann kann man sich da absolut drauf freuen. Ich glaube, an der Stelle sensationelle Informationen zum Thema Concept i4 Design. Vielen Dank, Domagoj. War ein Vergnügen, mit dir darüber zu sprechen. Und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Besucht uns wieder bei BMW Today.